Folge, es folgt der Inszenierung. Zuerst so lange die Bürgerinnen und Bürger zu quälen, bis sie dann, und als Rechtsextreme, als Rechtsradikale zu diffamieren, bis sie es dann am Ende tatsächlich sind. Ist ja super, die Inszenierung. Das ist ja der fleischgewordene Beweis. Man hat so lange, 20, 30 Jahren, diesen kritischen Bürgern nicht zugehört, bis die dann am Ende in ihrer Hilflosigkeit tatsächlich gewalttätig werden. Und dann kann man sagen, seht her, das waren ja nur Rechtsextreme. Die Inszenierung, sensationell, die geht auf. Das, was in europäischen Medien, also in Kontinentalmedien, öffentlich-rechtlichen, nicht berichtet ist, da sind auch einige radikalisierte Muslime auf der Straße, rufen Allahu Akbar und schlagen anderen wieder den Schädel ein. Da sind im Übrigen auch Linksradikale auf der Straße und da sind ja tatsächlich Rechtsradikale auf der Straße, belagern dann Asylheime. Das ist die Folge, das ist die klassische Folge einer verfehlten Politik und jene, die diese Politik verbrochen haben, stehen nun da und sagen, die bösen Rechtsextremen. Ich sage auch die bösen Rechtsextremen. Gewalt ist kein Mittel. Das ist kein Mittel, das ist kein Ausweg in einer Demokratie. Aber der Weg, bis sich Menschen radikalisieren, ist ein ziemlich langer. Und wir müssen langsam aufpassen. Und diese Politik auch in Österreich, in Deutschland, muss langsam aufpassen, dass wir nicht Radikalismen regelrecht züchten und herbeirufen und herbeiwollen, weil die Menschen in ihrer Not keinen anderen Ausweg mehr finden, weil es nicht besser wird. Stell dir vor und schauen heute Menschen zu. So, die erleben jetzt. Otterkring, Meidling, Üppenplatz, was haben wir noch gehabt? Räumannplatz. Und die sagen, ja, in was für einer Stadt lebe ich? Was soll ich noch alles tun? Ich wähle ja eh schon anders. Was soll ich noch alles tun? Ich will mein Wien nicht verlieren. Und irgendwann, was der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht, und nach 10, 15 Jahren sind es dann tatsächlich radikalisierte Menschen, weil sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Das ist keine Entschuldigung für Gewalt. Ganz im Gegenteil. Ich relativiere die Gewalt nicht. Ich verurteile die. Die, die auf die Straßen gehen, sind die größten Dummköpfe in Wahrheit. Das sind Verbrecher, die gehören auch geahndet. Und da muss die Strafe des Rechtsstaates auch rasch zur Stelle sein, aber ich frage mich, warum hat der Rechtsstaat die letzten Jahre immer weggeschaut? Warum schaut der Rechtsstaat in einem Fall weg und sagt, na, das ist der Toleranz geschuldet, Stichwort 32 Straftaten, beim 33. wird dann mit dem Messer gezückt und bei anderen schaut man dann genau hin und das Chaos ist wieder da. Aber ich erkenne mittlerweile eine ganz klare Strategie dahinter, das ist offenbar alles gewollt.